Moin Moin! Heute dann nochmal mit einem Film aus Namibia. Wir sind von Botswana aus in den Caprivi-Zipfel Namibias hineingefahren. Der Grenzübertritt war hier überhaupt kein Problem. Nach 30 Minuten waren wir durch. Die Hauptstraßen in Namibia sind durchweg in einem sehr guten Zustand und lassen sich problemlos befahren. Lediglich auf den Zufahrten zu den Lodges fährt man dann meist über Feldwege. Aber auch diese lassen sich doch noch ganz einfach und problemlos befahren. Es mag ein Trost sein, je schwieriger die Zufahrt zur Lodge ist, umso schöner liegt diese Lodge dann meist inmitten der Natur. Wir hatten uns hier für die Mobola Island Lodge entschieden und wir haben diese Entscheidung definitiv nicht bereut. Die Lodge liegt wirklich paradiesisch direkt am Kavango River. Ganz besonders die Abendstimmung ist hier direkt am Fluss kaum noch zu toppen. Hier wird der Fluss noch Kavango genannt. In seinem weiteren Verlauf trägt er den Namen Okavango und er bildet jenes weltberühmte Delta in Botswana. Vom Caprivi-Zipfel aus bis zum Okavango-Delta sind es Luftlinie gerade einmal 130 Kilometer. Eine Glasbruchversicherung sollte man für seinen Leihwagen in Namibia auf alle Fälle abschließen. Direkt an den Popa Falls gibt es mit dem White Sands eine weitere recht schöne Lodge. Zu den Unterkünften in Namibia muss man an dieser Stelle mal sagen. Angefangen von einfachsten Backpacker-Unterkünften bis hin zu absoluten Superlodges gibt es hier alles. Wenn ihr eine Reise in dieses fantastische Land plant, solltet ihr allerdings eure Unterkünfte einige Monate im Voraus bereits reserviert haben. Das gilt dann ganz besonders natürlich für die Etosha-Pfanne, für das Sossus Flay und für den Fish River Canyon. Womit ihr nicht nur in Namibia, sondern im gesamten südlichen Afrika immer mal rechnen müsst, sind Tiere am Fahrbahnrand oder sogar auf der Fahrbahn. Dafür allerdings könnt ihr selbst auf den Schotterpisten des Landes recht problemlos Auto fahren. Und stellenweise kann man hier locker sogar 100 Stundenkilometer erreichen. Für uns ging es von Mobola Island aus dann zur Etosha-Pfanne. Es war die längste Strecke unserer Tour. Aber da die Straßen hier in einem richtig guten Zustand sind, war das Ganze nicht wirklich ein Problem. Durch das Van Lindequist Gate hindurch ging es für uns in die Etosha-Pfanne. Auch in der Etosha sind die Hauptwege recht gut zu befahren. Unser Quartier hier hatten wir im Fort Namutoni gebucht. Ihr solltet in allen Nationalparks in Namibia immer darauf achten, dass ihr euer Fahrzeug rechtzeitig auftankt. Unterkünfte in Fort Namutoni, im Rastlager Halali und auch in Okaukuecho kann man ausschließlich bei der staatlichen Nationalparkverwaltung buchen.
Die gesamte Anlage hier am Fort Namutoni ist mittlerweile richtig groß geworden. Die Bungalows hier in diesem Rastlager sind zweckmäßig eingerichtet. Und sie sind vor allen Dingen ausreichend groß. Sie zählen mit zu den preiswertesten Unterkünften, die man hier in der Etosha buchen kann. Einen Internetzugang hat man hier allerdings ausschließlich im Bereich des Restaurants. In der Anlage leben zahlreiche Mungos. Und genau das sollte man hier auf gar keinen Fall machen. Denn Mungos haben recht scharfe Zähne. Es macht hier auch durchaus Sinn, sich mal ein Stündchen Zeit zu nehmen und sich das Fort Namutoni anzusehen. Denn diese Befestigungsanlage ist ein Teil deutscher Geschichte. Bis zum Jahr 2010 konnten Gäste ausschließlich in den Zimmern dieses Forts übernachten. Und die waren deutlich kleiner als die heutigen Übernachtungsmöglichkeiten. Vom Turm aus hat man einen recht schönen Überblick über die gesamte Umgebung des Forts Namutoni. Das Wasserloch allerdings kann man von hier oben aus nicht sehen. Wenn man schon mal beim Thema Geschichte ist, auch das Museum hier in Namutoni ist durchaus sehr interessant und lohnt einen kurzen Besuch. Die meiste Zeit, die ihr hier innerhalb des Camps verbringt, werdet ihr wohl am Wasserloch sein. Besonders während der namibischen Wintermonate, während in Europa also Sommer ist, sind die Abende und vor allem die Nächte hier doch schon recht kalt. Nehmt euch also entsprechend warme Sachen mit. Das gilt dann auch für einen längeren Aufenthalt am Wasserloch. Dafür solltet ihr euch entsprechend dick einpacken. Entweder man kocht selbst oder man geht zum Abendessen ins Restaurant. Wie gesagt, um ins Internet zu gehen, muss man sich sowieso in der Nähe des Restaurants aufhalten. Das Frühstück ist in allen staatlichen Rastlagern innerhalb der Etosha im Übernachtungspreis eingeschlossen. Und wir waren mit dem Frühstücksbuffet hier in Namutoni durchaus ganz zufrieden. Die Game Drives hier in der Etosha werdet ihr garantiert für den Rest eures Lebens nicht mehr vergessen. Wer keine Lust hat, alleine auf die Pirsch zu gehen, kann auch in allen Rastlagern innerhalb der Etosha entsprechende Game Drives buchen. Wir mögen es allerdings lieber ganz individuell und auf eigene Faust. Hier ist man wirklich hautnah an den Tieren dran. Und wenn wir ehrlich sind, genau das ist doch der Grund, warum man in dieses fantastische Land kommt. Die Hauptrouten innerhalb der Etosha kann man vollkommen problemlos und ohne jede Angst sogar mit einem ganz normalen PKW befahren. Wir würden allerdings in jedem Falle einen SUV bevorzugen. Noch besser geeignet ist dann ein Pickup, so nach dem Motto Toyota Hilux oder Ford Ranger. Es gibt diese Fahrzeuge auch mit einem Dachzelt. Und jeder, der einen echten Abenteuerurlaub machen möchte, dem können wir ein solches Dachzelt wärmstens empfehlen. Auch wenn ihr mit einem Pickup mit entsprechendem Aufbau unterwegs seid, müsst ihr euch in jedem Falle immer einen Stellplatz in einem der Rastlager reservieren.
und da diese Stellplätze begrenzt sind, solltet ihr das rechtzeitig im Vorfeld buchen. Das ist dann aber der wirklich preiswerteste Weg, um in Namibia zu übernachten. Es macht in der Etosha aber durchaus auch Sinn, einfach mal eine Zeit lang an einem Wasserloch zu warten. Tiere kommen auf alle Fälle vorbei. Das Dinner, und zwar in allen Rastlagern der Etosha, war recht gut und preiswert war es obendrein. Wenn ihr in diesem einmalig schönen Tierparadies jede Menge sehen wollt, müsst ihr allerdings jeden Morgen recht früh aufstehen. Für uns ging es an diesem Tag dann weiter vom Fort Namutoni zum Rastlager Halali. Auch die Fahrt zwischen den Rastlagern ist natürlich ein Game Drive. Lasst euch dafür also jede Menge Zeit. Fahrt vor allem verhältnismäßig langsam und schaut dabei immer wieder mal nach links und nach rechts. Denn ansonsten könnte es euch passieren, dass ihr an den schönsten Erlebnissen im wahrsten Sinne des Wortes einfach vorbeifahrt. So ist es jedenfalls den drei Fahrzeugen ergangen, die direkt vor uns unterwegs waren. Sie hatten uns kurz vorher überholt und sind dann doch mit verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit an diesem prachtvollen Geparden einfach vorbeigebrettert. Mal ein kleiner Tipp am Rande. Für Tiersichtungen ist ein gutes Fernglas hier einfach unerlässlich. Und wenn man dann ein Tier in etwas größerer Distanz entdeckt, fährt man einfach hin. Das ist der Vorteil, wenn man mit einem Allradfahrzeug unterwegs ist. Wer mit einem ganz normalen PKW durch die Etosha fährt, muss sich halt hin und wieder mit einem Blick aus der Distanz auf manche Tiere begnügen. Mit einem Pickup hingegen kommt man hier fast überall hin. Auch wenn es eigentlich ja strengstens verboten ist, die Wegstrecken zu verlassen. Egal, mit was für einem Fahrzeug ihr auch immer unterwegs seid. Eine Regel solltet ihr hier auf alle Fälle immer beachten. Und die lautet, die Tiere haben natürlich immer und überall Vorfahrt. In der eigentlichen Salzpfanne der Etosha sieht man Tiere natürlich ganz einfach. Sie können sich hier halt nirgendwo verstecken. Raubkatzen oder Nashörner werdet ihr an diesen Stellen aber definitiv nicht zu sehen bekommen. Das Rastlager Halali ist der perfekte Zwischenstopp auf dem Weg von Namutoni nach Okakuyeyo. Auch hier sind die Bungalows doch recht zweckmäßig eingerichtet und sie sind verhältnismäßig groß. Und preiswert sind sie obendrein. Das Wasserloch hier in Halali wird nachts beleuchtet. Wer mag, kann also prinzipiell 24 Stunden am Tag Tiere beobachten. Wer den Etosha Nationalpark wirklich in aller Ruhe und mit jeder Menge Tiere genießen will, sollte dafür dann mindestens 5 Übernachtungen einplanen. Vom Rastlager Halali aus ging es für uns weiter nach Okakuyeyo. Und natürlich war auch die Fahrt dorthin wieder ein Game Drive. Einen Fehler dürft ihr bei eurer Urlaubsplanung für Namibia auf gar keinen Fall machen. Unterschätzt die Strecken nicht.
Denn alleine zwischen dem Vornamu Toni und Ocapuello liegen 135 Kilometer. Ocapuello ist das definitiv größte und mit Sicherheit auch bekannteste Rastlager innerhalb der Etosha. Hier findet man auch alles, was man für einen entspannten Tag ohne einen Game Drive braucht, inklusive Pool, versteht sich. Die Pools hier sind allerdings nicht beheizt und während des namibischen Winters wird hier wohl kaum jemand ins Wasser gehen. Haltet die Türen zu euren Zimmern oder zu euren Bungalows immer hübsch geschlossen. Denn Mungos sind recht neugierige Tiere. Und wenn ihr die Tür offen lasst, kann es durchaus schon mal passieren, dass euch ein solches Tier in eurem Zimmer besucht. Am Wasserloch von Ocapuello werdet ihr eigentlich rund um die Uhr immer das eine oder andere Tier zu sehen bekommen. Auch dieses Wasserloch wird nach Einbruch der Dunkelheit angestrahlt, sodass ihr durchaus auch abends oder nachts Tiere beobachten könnt. Ein Sandsturm ist in Ocapuello gar nicht mal so selten. Lasst euch dadurch aber nicht von eurem Game Drive abhalten. Der Albtraum eines jeden Selbstfahrers. Der Leihwagen macht schlapp. Bei uns war es die Batterie unseres Hilux. In Panik müsst ihr dann aber nicht verfallen. Ein Anruf bei der Verleihstation reicht im Regelfalle aus. Für uns hieß das 25 Kilometer in Richtung Süden bis zur Etosha Trading Post fahren. Hier gibt es eine Tankstelle mit einer Reparaturwerkstatt. Und unser Autovermieter hatte bereits alles im Vorfeld arrangiert. Die Zeit des Batteriewechsels nutzten wir noch für einige Einkäufe. Denn hier ist es deutlich preiswerter als in den Geschäften in den Rastlagern der Etosha. Den Nachmittag verbrachten wir dann am Wasserloch von Ocapuello. Und hier hatten wir richtig viel Glück. Kurz vor dem Sonnenuntergang kam nämlich ein Spitzmaulnashorn mit seinem Kalb hierher. In ganz Namibia leben nur noch 2200 dieser faszinierenden Tiere. Und wenn man dann das große Glück hat, so wie wir an diesem Tag, solche Nashörner vor die Kamera zu bekommen, dann ist man wirklich happy. Ihr könnt euch auf unserem Kanal übrigens jede Menge Filme von Nashörnern ansehen. Jetzt schon mal viel Spaß dabei. Die größte Chance, solche sogenannten schwarzen Nashörner zu sehen, habt ihr dann tatsächlich hier in Ocapuello. Und allein schon deshalb solltet ihr hier auch mindestens 2 Übernachtungen einplanen. Auch in diesem Rastlager habt ihr für das Essen 2 Möglichkeiten. Entweder ihr kocht selbst in eurem Zimmer oder Bungalow oder ihr geht ins Restaurant. Das Frühstück ist aber auch hier dann wieder im Übernachtungspreis eingeschlossen. Ihr werdet euren Namibia-Urlaub definitiv niemals mehr vergessen. Egal, ob ihr nun über Schotterpisten fahrt, über asphaltierte Straßen, über Sandpisten oder über Feldwege. Ihr könnt dieses Land wirklich perfekt auf eigene Faust erkunden. Traut euch das einfach und wir versprechen euch, es wird für euch ein unvergessliches Erlebnis sein.
Selbst auf den Schotterpisten oder auch auf den Sandpisten könnt ihr hier definitiv besser Auto fahren als auf den meisten Bundesstraßen in Deutschland. Auch die Städte in Namibia sind durchweg sicher. Angst braucht ihr hier garantiert keine zu haben. Die Rastplätze sind hier dann allerdings etwas anders, als ihr es von Deutschland her gewohnt seid. Unser nächstes Ziel war die Mount Etio Safari Lodge. In unseren Augen ist diese Lodge eine der schönsten Unterkünfte, die man in Namibia buchen kann. Und wir haben seit 1993 bei jedem Aufenthalt in diesem fantastischen Land auch mindestens 2 Übernachtungen in der Mount Etio Safari Lodge gemacht. Besonders zu empfehlen sind hier die Familienzimmer. Seht euch einfach mal an, wie groß diese Räumlichkeiten sind. In den meisten anderen Lodges würde man euch das garantiert als Suite verkaufen. Wer sich hier nicht wohlfühlt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Ihr habt ja in diesem Film einige Einblendungen oben rechts im Bildschirm gesehen. Die Links zu den Filmen, die wir euch dabei gezeigt haben, findet ihr im Anschluss an die Filmbeschreibung. Einfach mal reinschauen. Was man sich hier in der Mount Etio Safari Lodge auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte, ist ein nächtlicher Game Drive. Auch die Annehmlichkeiten, die diese Lodge tagsüber zu bieten hat, lassen keinerlei Wünsche übrig. Und natürlich kann man auch tagsüber einen Game Drive machen. Entweder ihr macht das auf eigene Faust oder ihr unternehmt das Ganze vom Hotel aus organisiert. Über die Lodges, die wir euch in diesem Film gezeigt haben, findet ihr auf unserem Kanal dann noch etwas längere Filme. Die Links dazu findet ihr im Anschluss an die Filmbeschreibung. Manche Nashörner sind wirklich so schnell, dass man sie kaum noch filmen kann. Ganz anders die Elefanten. Diese Tiere sind hier richtig tiefenentspannt. Für die Mount Etio Safari Lodge empfehlen wir, unbedingt mindestens Halbpension zu buchen. Denn es gibt in der näheren Umgebung der Lodge keinerlei Restaurants. Wie gesagt, das Autofahren in Namibia, und zwar unabhängig vom Untergrund, macht immer jede Menge Spaß. Von der Mount Etio Safari Lodge bis nach Windhoek sind es dann gute 230 Kilometer. Da ein Teil dieser Strecke aber über eine hervorragend ausgebaute Autobahn führt, braucht man für diese Strecke gerade einmal 1,5 Stunden. In Windhoek selbst würden wir euch als Unterkunft ein reines Stadthotel empfehlen. Und das sollte dann möglichst in der Umgebung der Christuskirche liegen. Ihr könnt dann nämlich so gut wie alle Sehenswürdigkeiten der Stadt zu Fuß erreichen. Die Innenstadt von Windhoek gleicht dann eher einem überdimensionierten großen Freilichtmuseum deutscher Kolonialgeschichte. Und wenn man diese Stadt auch nur halbwegs gut erkunden will, muss man hier mindestens 2 Übernachtungen einplanen. Wer sich für all das interessiert, was in Namibia südlich von Windhoek liegt, dem empfehlen wir den zweiten Teil unseres Films, Namibia Inside. Hier seht ihr dann wirklich alles zwischen Windhoek
und der südafrikanischen Grenze. Wenn euch unser Film gefallen hat, wäre es nett, wenn ihr ein Like hinterlassen würdet. Oder wenn ihr sogar unseren Kanal abonniert.